Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. So langsam aber sicher beginnt ja die Vorweihnachtszeit und man ist schon eifrig an Rezepte am Sammeln, was man alles in der Weihnachtszeit zaubern möchte. Auf diesem Kanal möchte ich euch natürlich auch einige weihnachtliche Rezepte zeigen und wir beginnen direkt heute damit, denn es gibt eine leckere Weihnachtsmarmelade. Die eignet sich natürlich prima auch zum Verschenken. Und wenn ihr noch keine Idee habt, was ihr dieses Jahr an Weihnachten verschenken sollt, dann probiert es doch vielleicht mal mit einer weihnachtlichen Marmelade. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. An Zutaten für die weihnachtliche Pflaumen-Kürbis-Marmelade brauchen wir natürlich Pflaumen. Da habe ich hier 750 Gramm Pflaumen, dann habe ich hier 450 bis 500 Gramm Kürbis. Also der Kürbis ist mehr, aber wir schneiden nur so viel raus. Dann brauchen wir 500 Gramm Gelierzucker, 2:1 habe ich hier. Einen guten Schluck Apfelsaft und natürlich diverse Gewürze, die das Ganze weihnachtlich machen. An Gewürzen habe ich hier eine Zimtstange, eine Vanilleschote und in dem Schälchen hier habe ich 6 bis 7 Nelkenköpfe. 6 bis 7 Pimentkugeln, ein Sternanis und eine Messerspitze Muskatnuss. Ihr könnt natürlich die Gewürze variieren, wie ihr das möchtet. Die Gewürze gebe ich hier nun in einen Mörser herein. Ihr könnt natürlich auch die gemahlene Gewürzvariante verwenden. Ich nehme immer gern die frischen Gewürze, die geben einfach viel mehr Aroma ab. Und Mörser die mir hier einmal etwas klein. Gebt das Ganze dann in ein Tee-Ei hinein und koche das mit der Marmelade einfach mit. Nun nehmen wir den Kürbis, den werde ich jetzt hier einfach mit einem Esslöffel entkernen, anschließend etwas klein schneiden. Und die Kürbisstreifen etwas schälen. Ihr könnt die Schale vom Kürbis mitverwenden. Ich habe hier allerdings so viele Verwachsungen dran, die möchte ich da jetzt nicht drin haben, deswegen werde ich den Kürbis schälen. Es ist aber kein Problem, wenn euer Kürbis in Ordnung ist, dass ihr die Schale mitverwendet. Nachdem der Kürbis dann schön klein geschnitten ist, also gewürfelt ist, gebt ihr das Ganze in einen Topf rein. Je kleiner ihr ihn würfelt, desto schneller wird das Ganze auch gar. Also ihr könnt das Ganze grob würfeln, ihr müsst das nicht so genau nehmen, aber je feiner ihr würfelt, desto schneller wird das Ganze eben gar. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Kürbisfleisch abgemessen, die in einen hohen Topf gegeben. Dort kommt nun der Schluck Apfelsaft dazu, die Zimtstange und das Tee-Ei mit den diversen Weihnachtsgewürzen. Das kochen wir alles schön mit, damit das Aroma gut abgehen kann an die Marmelade. Und natürlich kommt auch noch das Mark von der Vanilleschote mit dazu. Die kratze ich jetzt hier mit einem Messerchen aus. Und die Schote an sich, die werde ich jetzt hier auch mitkochen, damit so richtig schön das Vanillige mit reinkommt. Das Ganze wird dann auf mittlerer Stufe gedünstet, so lange, bis das Kürbisfleisch schön weich ist. Das macht ihr natürlich bei geschlossenem Deckel und immer wieder mal reinschauen, umrühren und gucken, ob der Kürbis weich ist. In der Zwischenzeit, wo der Kürbis am dünnsten ist, könnt ihr die Pflaumen schon mal waschen und entkernen und ebenfalls klein schneiden. Immer wieder mal reinschauen und gucken, ob die Kürbisstücke schon weich geworden sind und ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Wenn keine Flüssigkeit mehr drin ist, brennt euch das Ganze an. Dann könnt ihr einfach noch mal ein klein wenig Apfelsaft dazugeben. Da müsst ihr einfach schauen. Nachdem die Kürbisstücke dann schön weich geworden sind, könnt ihr die Pflaumen mit dazugeben, die ebenfalls noch mal ein klein wenig dünsten. Die geben dann aber auch noch mal ordentlich Saft ab. Anschließend fischt ihr dann euer Tee-Ei, die Zimtstange und die Vanilleschote heraus und püriert das Ganze einmal mit so einem Zauberstab durch. Ein kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze am Pürieren seid, macht das nicht auf der heißen Herdplatte, das blubbert alles nach oben und die Spritzer sind ganz schön heiß. Holt also am besten den Topf zum Pürieren von der heißen Herdplatte herunter. Nachdem ihr das Ganze schön fein püriert habt, könnt ihr den Gelierzucker dazugeben oder ihr macht es wie ich und gebt das Ganze noch einmal durch ein Sieb.
Damit könnt ihr die groberen Schalenstücke etwas raussieben und am Ende habt ihr dann richtig schön feines Fruchtpüree. Wichtig dabei ist nur, dass ihr am Ende auch wirklich ein Kilo Fruchtpüree habt, damit das Verhältnis zwischen Gelierzucker und Fruchtpüree nachher auch noch stimmt. Solltet ihr euch dazu entscheiden, das Ganze durch das Sieb zu drücken, nehmt am Anfang am besten etwas mehr Früchte, damit ihr am Ende wirklich das Kilo erhaltet. Das Fruchtpüree, das im Sieb übrig geblieben ist, braucht ihr nicht wegzuschmeißen. Das könnt ihr super in Desserts verarbeiten oder in einen Kuchen verbacken oder in Muffins verbacken. Ihr könnt natürlich mit etwas Joghurt und Quark dieses Fruchtpüree noch lecker genießen und euch einen tollen Joghurt machen. Denn dadurch, dass das Ganze auch schon schön weihnachtlich gewürzt ist, schmeckt das richtig lecker. Im letzten Schritt kommt nun Gelierzucker mit in den Topf hinein. Da müsst ihr einfach nach Packungsanleitung gehen. Ich habe jetzt hier den 2:1 Gelierzucker genommen, das heißt 1 Kilo Fruchtfleisch, 500 Gramm Gelierzucker. Das Ganze wird jetzt einmal aufgekocht, muss 4 Minuten auf schwacher Hitze blubbern und dann ist die Marmelade auch schon abfüllbereit. Die nun kochend heiße Marmelade wird nun in sterile Gläser abgefüllt. Die habe ich vorher ordentlich sauber gemacht und natürlich auch nochmal ausgekocht. Und die werden wir jetzt hier mit der Marmelade befüllen. Die gebe ich hier nochmal in ein Gießbehältnis, damit ich die einfach leichter abfüllen kann. Denn mit der Schöpfkelle wird das immer so eine Sauerei und hier kann man das einfach schön praktisch aufgießen. Wichtig dabei ist, ihr müsst die Gläser bis zum Rand nach oben füllen, direkt schließen und am besten auf den Kopf stellen und sie so auch auskühlen lassen. So bildet das Ganze ein Vakuum und ist länger haltbar. Ihr könnt die Marmelade nun einige Monate aufbewahren und wenn die Marmelade geöffnet ist, könnt ihr sie bis zu 2 Wochen im Kühlschrank auf jeden Fall verwenden. Die weihnachtliche Marmelade ist super lecker, also probiert sie auf jeden Fall mal aus und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Eignet sich natürlich auch super zum Verschenken. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!